Veit Harlan war der erfolgreichste Filmregisseur im Dritten Reich. Seine Filme wurden von über 100 Millionen Zuschauern in ganz Europa gesehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er wegen seines antisemitischen Films Jud Süß zweimal wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Ist ein Mordinstrument geworden. Und wenn man einmal gesehen hat, dass das, was du produzierst in durch deine Arbeit, zu einem Mordinstrument wird, ist es sehr schwer, dann zu sagen, ich habe einen Beruf und mache weiter Filme. Der Reichsführer der SS. Ich ersuche, Vorsorge zu treffen, dass die gesamte SS und Polizei im Laufe des Winters den Film Jud Süß zu sehen bekommt. Ich glaube, er war ein Mitläufer, er war ein ehrgeiziger Filmemacher, der Karriere machen wollte und Karriere gemacht hat. Das Bild, was ich von meinem Vater habe, ist mein Bild. Und es geht eigentlich niemandem was an, was ich über meinen Vater denke. Stanley hat sich natürlich genau dieselben Fragen gestellt. Hätte ich an seiner Stelle gestanden, was hätte ich gemacht? Ich wünschte mir keine Söhne und Töchter, die sagen, ich heiße nicht so, ich habe damit nichts zu tun. Das ist eine verfluchte Geschichte, für die ich mir nicht vorstellen kann, dass auch Kinder meiner Kinder meiner Kinder meiner Kinder nicht auch noch nicht ganz zu Unrecht haftbar gemacht werden könnten. Sei es nur im Hinblick darauf, ist euch das klar, was passiert ist? Das wird ja schon genügen.